Hallo zu einem neuen Video der Berufsschule 7, diesmal wieder ein kleiner Mathe-Happen. Und zwar soll es um die Umwandlung von Binär nach Dezimalzahlen gehen. Einfach nur deswegen, dass man das Konzept ein bisschen besser versteht, dass man so die Grundlagen der Zahlensysteme mal drauf hat, um dann später in anderen Videos mal darauf referenzieren zu können. So, bevor wir uns auf das Binärsystem stürzen, müssen wir uns erstmal angucken, wie sind Zahlensysteme als solches aufgebaut. Und dann nehmen wir natürlich das Zahlensystem, was uns am nächsten liegt, nämlich das Dezimalsystem. Dazu habe ich jetzt einfach mal eine Zahl hingeschrieben, 237,285. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie die aufgebaut ist. Wir wissen ja aus der Schule, dass jede Position orientiert am Komma eine Gewichtung hat. Die 7 zum Beispiel hat die Gewichtung 1. Ja, die Einerstelle, hat man früher immer gesagt. Die 3 hat die Gewichtung 10, das ist die Zehnerstelle. Und deswegen steht die 3 ja für die 30. Die 2 steht für die 100er oder steht an der 100er Stelle in Position und deswegen 200. Also 2 mal 100 gibt 200, also 237. So, nach dem Komma haben wir auch Gewichtungen. Und zwar die 2, also die erste Position nach dem Komma, ist die 0,1er oder 1/10 Position, also 0,1. Die nächste Position wäre die 1/100 oder 0,01 Position und dann haben wir die 0,001 Position. Und damit kommt eben unsere Zahl zustande. Jetzt kann man das Ganze natürlich noch ein bisschen systematischer machen. Wir wissen, wir sind im Dezimalsystem. Die Basis unseres Dezimalsystems ist 10, weil wir 10 Ziffern zur Verfügung haben. Und dementsprechend können wir jetzt unsere Gewichtungen auch anders darstellen. Wir können beispielsweise sagen, unsere Einerposition ist die 10 hoch 0. Jede beliebige Zahl hoch 0 ergibt immer 1, außer die 0. 0 hoch 0 würde hier nicht definiert sein. So, also die eine Stelle ist 10 hoch 0 und die 10er Stelle ist 10 hoch 1. Also die 3 steht an der 10 hoch einer Position und 10 hoch 1 ist natürlich 10. Und jetzt sehen wir das Konzept schon. Die Exponenten steigen nach links in Ganzzahlenschritten an. Das heißt, die 100er Stelle ist einfach die 10 hoch 2. Und so kann man das jetzt beliebig nach links fortsetzen. 10 hoch 3, 10 hoch 4, 10 hoch 5, bis uns vom Schreiben die Finger wehtun. So, konsequenterweise geht es in die rechte Richtung, also quasi nach dem Komma auch weiter, indem wir die Exponenten einfach reduzieren. Also 10 hoch 0, die 0 minus 1 gibt 10 hoch minus 1. Das ist 1/10, also 0,1. Bei der Position 8 oder an der Position, wo die 8 steht, haben wir jetzt die 0,01 oder 10 hoch minus 2 und die Hundertstel sind dann die Tausendstel sind dann 10 hoch minus 3. Und damit haben wir dann entsprechend alle Positionen oder das System geklärt. Wie sind unsere Zahlen aufgebaut? So, jetzt habe ich das nochmal untereinander geschrieben. Also 2 mal 10 hoch 2, 3 mal 10 hoch 1 und so weiter. Und da kommen jetzt Ergebnisse raus. Also 200, dann die 30, dann die 7, dann die 0,2, 0,08, 0,005. Das sind die gewichteten Werte meiner einzelnen Position. So, und wenn ich das jetzt zusammen addiere, kommt wieder natürlich die 237,285 raus. Was sonst? Ja? Aber wenn wir dieses Konzept jetzt verstanden haben, können wir das gleiche Konzept auch bei den Binärzahlen anwenden. Die Binärzahlen haben wir nur zwei Ziffern, binär eben, und das ist jetzt die 0 und die 1. Die Art und Weise, wie wir damit rechnen, ist eigentlich genau die gleiche. Wir haben an jeder Position entweder die 1 oder die 0 und müssen jetzt die Gewichtungen erstmal klar machen. Jetzt ist die Basis bei unserem Binärsystem, weil wir zwei Ziffern haben, die 2, nicht die 10 wie beim Dezimalsystem. Das heißt, ich kann jetzt wieder anfangen und kann sagen, ja, ich habe hier die 2 hoch 0. Beliebige Zahl hoch 0 ergibt wieder die 1. Das ist die 1er Position. Die nächste Position wäre jetzt die 2 hoch 1. Und 2 hoch 1 ist die 2. Und so kann ich das Ganze jetzt Schritt für Schritt weiterführen. Ja? Also 2 hoch 2 ist 4. 2 hoch 3 ist 8, 2 hoch 4 ist 16, dann kommt 32, 64 und so weiter. Das kann man jetzt auch wieder beliebig nach links ergänzen.
Und genauso gehen wir auch in die rechte Position, also rechts neben dem Komma. Da haben wir 2 hoch minus 1 und 2 hoch minus 1 ist 1 durch 2, das ist 0,5. 2 hoch minus 2 ist 0,25, ein Viertel, dann haben wir ein Achtel und auch das können wir jetzt beliebig in der Form weiterführen. Und auch hier kann ich jetzt einfach die Rechnungen hinschreiben und kann sagen, aha, einmal 2 hoch 4 ist 16, einmal 2 hoch 3 ist 8, 0 mal 2 hoch 2 ist 0, einmal 2 hoch 1 ist 2 und so weiter und so fort. Und jetzt kann ich das Ganze wieder zusammenzählen. Und dann sehen wir, dass unsere Binärzahl 11010,101 im Dezimalsystem 26,625 ist. Und damit haben wir es geklärt, wie wir aus unseren Binärzahlen dann Dezimalzahlen machen. So, eventuell werde ich nochmal ein Video machen, wie das Ganze andersrum geht. Wahrscheinlich werde ich das aber in einem Programmiervideo einbetten. Wichtig war mir jetzt einfach mal nur das Grundverständnis für die Zahlensysteme und damit haben wir auch diese Mathe-Stunde oder Mathe-6 Minuten dann auch abgehakt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.